Also, herzlich willkommen hier zu diesem Video. Könnt ihr unter Umständen lustig werden, von dem her. Wenn ihr keinen Spaß versteht, dann würde ich euch empfehlen, dieses Video wieder auszuschalten. Wir haben ein schönes Paket. Markuxi darf dieses jetzt öffnen. Dieses Video auszuschalten. Ja, wir haben hier wieder ein Paket von Amazon. Jedes Teil mein Style. Denn Aichi Metal Rock ist leider geil. Leider geil, ja. Ja, was haben wir hier? Jede Menge Sachen. Ui, einmal. Oh, Geschenkbox. Was ist denn? Ah, ein Bluetooth-Empfänger für Windows. Genau, in einem separaten Video werden wir testen, ob das funktioniert. Und wir werden testen, ob die Quiet Comfort mit diesem Bluetooth-Empfänger am weil PC nutzbar Coxy sind. Sich das nicht, weil man guckt, sie will sich frei im Raum bewegen können und kein Kabel dazu anschließen. Genau, das testen wir aber in einem anderen Video, ob das so funktioniert. Falls ja, werden wir dazu ein Video machen und dieses online stellen. Ja, hier haben wir ein Verlängerungskabel für Kopfhörer. Genau, beziehungsweise in dem Fall für Mikrofon, oder? Nee, nö, das tatsächlich ist für Kopfhörer. Genau, richtig. Okay, ja, stimmt. Das ist nämlich... Ja, genau. Genau, das gleiche. Aber. Genau. Jetzt gibt es hier natürlich noch einen Zusatz. Einmal ein Verlängerungskabel für das Mikrofon. Mikrofon, Mikrowelle. Und einmal hier, falls es nicht gehen sollte, ein 3-Klinkenstecker. 2-Pol auf 3-Pol. Genau, weil das Handy möchte eigentlich 3-Pol. Meistens. Das hängt nämlich dran, dass das Handy ja noch verschiedene Funktionen hat, wie Audio-Ausgang, Audio-Eingang, also kombinierte Möglichkeiten. Wenn das nicht funktioniert, haben wir ja einen Adapter auf, von 2-Pol auf 3-Pol. Das Ganze auch original von Rode. Hat auch seinen Preis 10,90 Euro. Für das kleine Ding hier. Schon krass. Ja. Aber es wurde. So ist es. Was willst du anders erwarten? Und wir werden dann letzten Endes, wird das Ganze dann so aussehen, dass wir das hier erstmal hier entfriemeln. Alter, das hat schon lang. Das kannst du hier ja auch noch lang ziehen. Ja, das sind 3 Meter. Ein kleineres gab es bedauerlicherweise nicht. Sag mal die Länge. Du musst in die andere Richtung. Ja, das ein bisschen. Du musst das hier musst du jetzt hier reinstecken. Gut. Ja, genau, richtig. Das Ganze sieht dann so aus. Du kannst dann überall, du kannst hier zocken. Dass wir das da so reinstecken und dass das Ding da jetzt ins Tablet kommt. Wo ist es denn? Und zwar hier. So, und dann, wo führt dieses Kabel hin? Tada, es filmt dahin. Denn hier ist mein zweites Mikrofon extra für die Android-Games. Und das ist halt schon ziemlich tricky, ne? Wie das so in der Gegend wippt. Ja, das ist ja das Gute. Das heißt, du hast keine Störeffekte mehr wie beim Smart Love. Smart Love, ja. Da brauchst du halt wirklich ein Hemd. Genau. Und ja, so ist das. Jetzt werde ich hier dann in Zukunft meine Android-Games aufnehmen, via Tablet, mit einem ordentlichen Mikrofon. Das heißt, die Qualität auf Aichi Metal Rock ist wieder gestiegen. Also, Kulturschock. Eine A Cappella-Version, und zwar okay. Folgendes. Tram, guck, der geht. Der ist so weg. Schön. So schön. Okay, also, ich stehe dazu. Es ist... Pitch Perfect! 1 und 2. Sagt dir das was? Ja, meine Schwester lebt es, hat es wahrscheinlich, hat sich aufs Handy runtergeladen und schaut es 30 Mal an pro Tag. Also, es hat mir eine Kollegin empfohlen, beziehungsweise vielmehr, die hat gesagt, guck mal, ich muss dir mal was zeigen, auch einen guten A Cappella-Song. Also, ich stehe auch so A Cappella. Zur Definition A Cappella sind praktisch Musikstücke, die ohne Instrument gestaltet werden, sondern nur mit Mund, mit irgendwelche Klatschgeräusche. Mit allem. Genau, das ist A Cappella. Und den Film werde ich mir natürlich nicht angucken. Aber da ich so auf A Cappella stehe, habe ich mir die CDs geholt mit den A Cappella-Songs. Okay. Und Komm dann auf den Klo. Und genau, ich werde mir die rauf und runter hören, denn ich finde das einfach nur genial. Da gibt's eine, die sieht so hammer aus und die hat ein altes Lied gesungen und zwar Love is a Battlefield.
Das Lied ist so geil und ich freue mich, das schon auf A Cappella anzuhören. Ich liebe es. Unter anderem hat sie dann auch gesungen David Guetta, Titanium, und das in A Cappella. Oh Gott, es ist schön. Ich freue mich darauf. Die beste A Cappella-Alternative ist Vancanto. Kann ich nur empfehlen. Viel geiler als alles, was da shit drauf ist. Genau, auf jeden Fall werde ich das auf diesen zwei Soundsystemen, viel mehr Lautsprechern hören. Ach, das wird so geil. Das war's für dieses Video. Geilstes Geil. Mediamarkt, oder? Nein. Saturn. Ja. Aber dann gibt's nicht mehr den Spruch. So muss Technik. Leider. Ja, mit Antoine Monot Jr., ne? Technik, ja. Aber das war's für dieses Video. Goodbye and see you later. See you later, alligator.